Hallo und herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo von Kikos Strickschule. Heute soll es um den Rio Kalina Kaul gehen. Das ist ein kleiner Loopschal, der, wie man hier sieht, im Rechts-Links-Muster gestrickt wird und Verzopfungen hat. Und die Anleitung ist kostenlos, ist wie gesagt von Cat Bawdy. Cat Bawdy, für die sie nicht kennen, ist eine geniale Designerin gewesen, die letztes Jahr leider verstorben ist. Und das ist eine ihrer kostenlosen Anleitungen. Die Anleitung sagt, man braucht ungefähr 200 Gramm. Das entspricht bei der Wolle, die sie vorschlägt, ungefähr 360 Yards. Das sind dann etwas über 300 Meter, glaube ich. Das heißt, sie hat eine etwas dickere Wolle genommen, als ich jetzt genommen habe. Ich benutze im Moment die Alpaca-Wolle von Hansa Farm. Das ist das Alpaca, Baby-Alpaca in DK-Stärke, das heißt so für Nadel 3 bis 4. Die Anleitung empfiehlt eine 4,5er Nadel, was auch eben dafür spricht, dass es eine etwas dickere Wolle ist. Ich wollte aber gerne diese Wolle benutzen. Mir macht es nichts, wenn der Loop ein kleines bisschen kleiner und dünner wird. Ich stricke trotzdem mit einer 4,5er Nadel, damit es schön locker und weich wird, da ich sehr, sehr fest stricke. Genau, so viel im Vorfeld. Die Anleitung sagt, dass man 64 Maschen anschlagen soll. Ich bin davon ausgegangen, das ist klar. Und wenn nicht, könnt ihr euch das Video angucken zum Maschen anschlagen. Und dann fängt man an, mit zwei rechts, zwei links zu stricken, so wie man das jetzt hier sieht. Und die Anleitung empfiehlt, dass man ungefähr 1,5 cm ohne Verzopfung strickt. Das habe ich gemacht, so bis ungefähr hier laufen die Rippen gerade. Und dann wird verzopft. Genau, und darum soll es jetzt in diesem Video gehen, dass ich euch zeige, wie man Zöpfe strickt. Und das ist auch prima für Leute geeignet, die noch nie gezopft haben, weil diese Zöpfe relativ einfach gehen in dieser Anleitung. Und der eine Grund, weshalb das so einfach ist, ist, dass es keine Anleitung gibt, wann und wo die Zöpfe gemacht werden sollen. Also normalerweise bei Zopfen muss man ja häufig dann zählen und genau gucken, dass die übereinander kommen und dahin, wo sie sollen. Und diese Anleitung lässt einem die völlige Freiheit, wann man wo wie oft verzopft. Also das ist, denke ich, eher ungewöhnlich und deshalb aber eben ganz praktisch für Anfänger, weil man eben nicht mitzählen muss, sondern man kann einfach ganz beliebig, wenn einem danach ist, sagen, ach, jetzt hätte ich gerne mal eine Verzopfung. Und für die noch nie Zöpfe gestrickt haben, der ganze Trick bei Zöpfen ist, dass man die Reihenfolge der Maschen vertauscht. Also anstatt jetzt diese nächsten 8 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu stricken, werde ich gleich 5, 6, 7, 8 zuerst stricken und danach 1, 2, 3, 4. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Man kann beim Verzopfen immer wählen, ob man die Maschen nach vorne oder nach hinten legt. Auch das ist in dieser Anleitung völlig egal. Das kann man machen, wie man Lust und Laune hat. Und was aber vorgegeben wird in der Anleitung, ist, welche Maschen man verzopft. Und dazu ganz kurz ein Wort. Ich zeige es euch erst und dann zeige ich euch, welche Alternativen es gibt und warum Cat Bawdy genau diesen Zopf so vorschlägt, wie er geht. So. Um jetzt die Reihenfolge zu vertauschen, muss ich ja diese 4 Maschen irgendwie aus dem Weg haben, damit ich an die Masche 5 drankomme. Und dafür lege ich diese 4 Maschen auf eine andere Nadel, eine sogenannte Zopfnadel. Und ich habe hier mal so ein ganzes Sortiment an Sachen mitgebracht, die man benutzen kann, um die Maschen aus dem Weg zu räumen. Also die klassischen Nadeln bei uns sind häufig so, dass man hier die Maschen parken kann. In Japan habe ich ganz oft diese Nadeln gesehen, die noch so ein gerades Stück haben. Die finde ich sehr praktisch. Und ich finde in dem Zusammenhang auch Plastik gar nicht schlecht, weil es leichter ist als Metall. Diese Nadel habe ich mal mit einem Buch zusammengekauft in verschiedenen Stärken. Die ist auch ganz lustig. Man kann natürlich auch einfach eine Nadel vom Nadelspiel nehmen, wenn man sowieso Nadelspiele rumliegen hat. Die eignen sich hervorragend, vor allem auch wenn man die kürzeren hat. Dann hatte Neko, die Firma Neko, die hatte solche Zopfnadeln rausgebracht. Und ist dann später auf die Idee gekommen, dass man mit diesen Nadeln auch Socken stricken kann, wenn man 3 Stück davon benutzt. Das ist jetzt eine Nadel von so einem Nadelspiel. Aber ich dachte, man kann das ja auch wieder zurückdrehen. Man kann ja dann auch sagen, okay, ich nehme die Neko Sockennadel als Zopfnadel. Und dann habe ich euch noch die Nadel mitgebracht. Das Interessante an der ist, die sieht zwar jetzt gerade aus, aber die ist biegsam. Also da könnte ich mir so diese klassische Form biegen oder ich könnte mir dann da auch was Gerades biegen. Also das finde ich auch ganz witzig, dass man das machen kann.
Man kann es auch theoretisch gerade lassen, dann ist es wie eine Nadelspielnadel. Ich fange mal mit dieser eher traditionellen bzw. japanischen Nadel an und mache das einmal vor. Also, wie gesagt, die Maschen 1, 2, 3, 4 sollen später gestrickt werden. Und Cat Bawdy sagt in ihrer Anleitung, dass man mit einer linken Masche anfängt. Also, eine linke Masche ist 1, 2 und 3 sind rechte Maschen. Und dann ist 4 automatisch wieder eine linke Masche. Und jetzt lege ich die Nadel vor die Arbeit. Das ist jetzt erstmal so zum Gucken, denke ich, auch ganz praktisch. So, und jetzt nehme ich mir meinen Faden und stricke ganz frech Maschen 5, 6, 7, 8. 5 ist natürlich wieder eine linke Masche. Dann kommen die beiden rechten, 6, 7 und die Nummer 8 ist dann wieder eine linke Masche. Und da ich ja dieses Rippenmuster nicht unterbrechen möchte mit zwei rechts, zwei links, muss ja nach dieser linken Masche wieder eine linke kommen. Und da ist es ganz praktisch, dass die erste Masche auf der Zopfnadel auch eine linke Masche ist. Ich hole mir jetzt also die Zopfnadel hier rüber, möglichst ohne sie zu verdrehen. Es gibt auch Zöpfe, wo man die Zopfnadel, ups, die muss links sein, mit Absicht verdreht, aber das machen wir jetzt hier nicht. Also ich stricke Masche Nummer 1 links, 2 und 3 rechts. Ups. Und dann die Masche Nummer 4 links. Und dann habe ich als letztes eine linke Masche gestrickt. Und wenn ich dann auf meine linke Nadel gucke, ist die nächste Masche auch wieder eine linke Masche. Und ich bin automatisch in meinem Rechts-Links-Muster drin. Und habe jetzt hier durch das Verkreuzen der Maschen dieses Muster gemacht. Wenn man direkt eben verzopft hat, dann sieht das unheimlich knubbelig aus und sieht noch nicht unbedingt so schön aus. Davon darf man sich nicht irritieren lassen, das ist ganz normal. Dadurch, dass eben die Reihenfolge geändert wurde, haben die noch nicht so richtig viel Platz und knubbeln sich ein bisschen. Ob ein Zopf gut aussieht oder nicht, kann man prinzipiell erst 2, 3 Reihen später entscheiden. Und deshalb sollte man vorher auch möglichst kein Urteil fällen. So, jetzt könnte ich, was die Anleitung betrifft, die Reihe zu Ende stricken oder ich könnte noch 3, 4 Zöpfe reinbauen, alles wie ich Lust und Laune habe. Und meine Lust und Laune sagt, dass ich jetzt nochmal einen Zopf mache und die Nadel nach hinten lege, damit ich euch das auch zeigen kann. Und dann nehme ich jetzt mal diese Neko-Nadel und zeige euch, wie praktisch das auch mit dieser dreieckigen Form ist. So, jetzt komme ich schon direkt von hinten, weil die Maschen ja nach hinten gelegt werden sollen. Nehme wieder 1, 2, 3, 4 Maschen auf die Nadel und es ist auch völlig egal, dass diese Nadel jetzt so viel dünner ist als meine andere, weil ich mit dieser Nadel nicht stricke. Ich parke die Maschen nur und stricke dann von der Nadel wieder ab und da ist es völlig egal. Und wenn sie dünner ist als die Arbeitsnadel, ist es bequemer. Wenn sie dicker wäre, ist es dann fast unmöglich, die Maschen drauf zu kriegen. So, jetzt packe ich also die Maschen in die Mitte von dieser Nadel, damit die da schön geparkt ist. Die Spitzen zeigen nach unten. Meine Maschen sind sicher aufgehoben. Jetzt stricke ich wieder eine links, zwei rechts, eine links. So, und jetzt gucke ich, dass ich mir die Maschen auf, also ich habe sie auf dieser Seite draufgeschoben und schiebe sie jetzt zu der anderen Seite rüber, damit ich dann von der Nadel abstricken kann. Ich nehme den Arbeitsfaden erstmal nach hinten, dass ich die Maschen sehe. Jetzt nehme ich ihn wieder nach vorne für die linke Masche. Ein bisschen drauf aufpassen, dass man hier die Maschen von der linken Nadel nicht verliert, während man das Ganze macht. So, dann kommen meine beiden rechten Maschen und wieder eine linke Masche. Und dann kann ich die Zopfnadel zur Seite legen. Habe jetzt wieder hier so ein Geknuddel an Maschen. Und jetzt stricke ich die Reihe zu Ende. Wer schon öfter Videos von mir geguckt hat, dem wird vielleicht bewusst sein, dass ich in der Regel ein Knötchen ranstricke. Aber ich fand jetzt bei diesem Rippenmuster den Maschenrand ganz schön. Das heißt, ich stricke die letzte Masche links, dann passt es auch in mein 2-Rechts-2-Links-Muster und hebe dann aber die erste Masche wieder ab. Und dann gibt es keinen Knötchenrand, sondern es gibt diesen Maschenrand. Und der bildet dann eben mit dieser ersten und zweiten Masche sieht schon fast aus wie ein Mini-I-Cord, aber ich finde, das passt gut zu dem Rippenmuster. Während zum Beispiel zu Kraus rechts passt der Knötchenrand sehr gut, finde ich. So, in der Rückreihe, sagt Cat Bawdy, wird nicht verzopft. Genau, und ich zeige euch gleich wie den Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite. Also normalerweise, wenn ich einen Loop stricke, stricke ich den eigentlich ganz gerne rund, weil ich nicht so gerne nähe und die Loops ja, da die ja rund sind, ist das wenn man die rund strickt, hat man eben den Vorteil, dass das Nähen wegfällt.
Jetzt hat Cat Bawdy aber einen guten Grund, dass sie diesen Loop hin und her strickend entworfen hat. Und das liegt daran, dass der eben, wenn man fertig gestrickt hat, nicht einfach Anfang und Ende zusammennäht. Dann hätte man auch theoretisch rund stricken können, beziehungsweise wenn man will, dass die Zöpfe waagerecht verlaufen und man wollte Anfang und Ende zusammennähen, dann könnte man mit einem provisorischen Maschenanschlag anfangen, damit man dann im Maschenstich zunähen kann. Dann sieht man nicht, wo Anfang und Ende sind. Aber dieser Loop ist anders gestaltet. Und zwar sagt die Anleitung, dass man diesen Streifen, den man hier strickt, bis ungefähr 110 cm strickt, also etwas über einen Meter. Und das wäre dann entweder ein sehr weiter Loop, wenn man jetzt Anfang und Ende zusammennäht. Aber das ist nicht ihr Plan. Ihr Plan ist schon, dass er relativ eng am Hals liegt. Aber man legt den sozusagen anderthalb Mal rum und näht dann die obere und untere Kante zusammen. Wie das funktioniert, zeige ich in einem anderen Video, wenn ich mit meinem Streifen fertig bin. Aber das heißt, dass diese Kante eben nicht zum Nähen benutzt wird. Und deshalb kann man da ganz normal anschlagen und muss sich da keine Gedanken machen. So, und jetzt kann man also sehen, das ist die eine Verzopfung, die ich eben gemacht habe. Das liegt jetzt schon ein bisschen ordentlicher. Die Maschen sind nicht mehr ganz so geknödelt. Das war hier die andere Verzopfung. Ist immer noch ein bisschen eng. Aber was jetzt auffällt, ist, dass auf dieser Seite diese zwei rechten Maschen immer wunderschön so übereinander liegen und es eigentlich so ein sehr ruhiges Strickbild gibt, sage ich mal, je nachdem, wie viel wilde Verzopfungen man macht. Aber wenn ich das jetzt umdrehe, dann wirken die Zöpfe plötzlich ganz anders. Und das liegt daran, dass man auf der Hinseite die linken Maschen ja auseinandergerissen hat. Man fängt ja mit einer linken Masche und hört mit der linken Masche auf beim Verzopfen. Das heißt, dass hier, also zum Beispiel, wenn ich diese zwei rechten Maschen angucke von meinem Rippenmuster, dann geht die eine rechte Masche hier drunter und die andere läuft hier hoch. Und dadurch bekommen die Zöpfe ein anderes Aussehen. Und das ist das, was Cat Bawdy erreichen wollte. Sie wollte, dass beide Seiten unterschiedlich sind. Und das liegt daran, dass wenn man das nachher so zusammennäht, wie sie das empfiehlt, dann klappt sich das so ein bisschen um und führt dazu, dass man während des Tragens beide Seiten sieht. Und das sieht man eben die Unterschiedlichkeit und dann kann man auch, je nachdem wie man es drapiert, mehr die eine oder die andere Seite zeigen. Und das finde ich super spannend. Wenn man das jetzt nicht möchte, und ich kann ja schon mal spoilern, ich stricke ja hier meinen Loop genau nach Anleitung, aber meine Schwester, die Lust hat bei dem, es wird ein Knitalong nur, falls ich das noch nicht gesagt habe, die wird da auch mitstricken und sie hat schon gesagt, sie wird es nicht mit diesen ungleichen Seiten machen, sondern sie wird die Zöpfe so stricken, dass die vorne und hinten gleich aussehen. Und das erreicht man, indem man nicht mit einer linken Masche anfängt beim Verzopfen, sondern dass man mit zwei rechten Maschen anfängt und also dass man zwei rechts, zwei links auf die Zopfnadel nimmt und dann zwei rechts, zwei links strickt und dann zwei rechts, zwei links von der Zopfnadel abstrickt und dann reißt man niemals so einen Streifen auseinander und dadurch ist er dann vorne und hinten gleich und ist für Leute, die die Symmetrie lieben, dann sage ich mal von Vorteil. So, jetzt werde ich hier nochmal einen Zopf reinbauen und ich glaube, ich zeige euch die mal, die finde ich ganz lustig. Da ist es nämlich dadurch, dass man jetzt eine lange und eine kurze Seite hat, muss man sich entscheiden, wie man die benutzt. Und da kann ich nur empfehlen, falls einer von euch die Nadel hat, dass man zum Stilllegen mit der kurzen Seite anfängt. Ich zeige euch gleich, warum. So, das heißt, ich nehme die kurze Spitze, nehme wieder eine linke und zwei rechte und eine linke auf die Nadel, lege die nach vorne und wie jetzt auch bei dem dreieckigen vorhin, ich parke die Maschen an dem Bogen. Das ist wirklich ganz praktisch. Dann hängt das so runter, dann stört es mich jetzt nicht, während ich meine vier Maschen stricke. Die Maschen sind da recht gut aufgehoben. So, und wenn ich jetzt meine vier Maschen gestrickt habe, dann muss ich ja weiterschieben, ne? Also ich schiebe ja nicht zurück, dann käme ich nicht an meine Masche ran, sondern ich schiebe weiter. Und dann habe ich jetzt zum Abstricken eine längere Nadel zur Verfügung. Und das finde ich persönlich ein bisschen bequemer. Dann verschwindet der Bogen weiter nach hinten und ich kann jetzt hier ganz in Ruhe meine Maschen abstricken, wie gesagt, immer so ein bisschen auf die linke Nadel achten. Manchmal wollen die Maschen da ein bisschen abhauen. So, rechts, rechts, dann noch die linke Masche und dann kann ich die zur Seite legen. Ich habe die Maschen verkreuzt und jetzt stricke ich die Runde, die Reihe zu Ende. Und man muss natürlich auch nicht in jeder Reihe verzopfen. Also man kann jetzt fröhlich auch 4, 6, 8 Reihen stricken, ohne einen Zopf zu machen und dann mal wieder einen Zopf oder drei, wie man Lust und Laune hat.
Und Cat Body hat dieses Muster genannt, der Fluss fließt, wie er will. Und dass man da einfach auch seine Kreativität laufen lässt und ja, seinen Stimmungen nachgeht. Und dann kann der Loop auch an einem Ende ganz viele Zöpfe haben und am anderen Ende weniger Zöpfe. Also das ist dann ganz beliebig, wie man das machen will. Ja, und dadurch ist aber auch jeder Loop einzigartig. Dadurch, dass ja jeder eine andere Stimmung und andere Ideen hat, wird es wahrscheinlich unmöglich sein, dass zwei von diesen Loops gleich aussehen. Bei Zopfmustern ist es mit einfarbiger Wolle immer von Vorteil, weil die Zöpfe dann schöner rauskommen. Ich bin natürlich versucht, auch mal mit einer Opalwolle zu stricken, dann möglichst mit einer nicht ganz so bunten, weil je bunter die Wolle ist, desto weniger kommen die Zöpfe zum Vorschein. Auf der anderen Seite ist ja bei diesem Loop auch sehr beliebig und nicht vorgegeben, dass man den Zopf hier und da genau sehen muss. Also das ist bestimmt auch vielleicht mal mit einer bunten Wolle interessant zu probieren. Genau. Ja, genau. Wenn man dann ungefähr seinen 1,10 Meter oder so erreicht hat, dann empfiehlt sie, dass man nochmal wieder einen Zentimeter oder anderthalb ohne Verzopfung strickt und dann locker abkettet mit Jennys Surprisingly Stretchy Bind Off. Den zeige ich dann in dem zweiten Video auch. Also im zweiten Video würde ich dann vor der Kamera die Maschen abketten und euch zeigen, wie das mit dem Zusammennähen funktioniert. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, dass Verzopfen nicht schwer ist und hoffe, euch gefällt die Idee und das Muster und dass viele von euch dann bei dem Knit-Along auch mitmachen und selbst wenn der Knit-Along irgendwann vorbei ist, dass ihr vielleicht Lust habt, diese Anleitung auszuprobieren. Und durch die Tatsache, dass man eben nicht zählen muss, dass man nicht irgendwas befolgen muss, sondern dass man machen kann, was man will, ihr euch auch dann an das Verzopfen einfach rantraut. Und wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Hilfsmittel und wenn es nur eine Nadel vom Nadelspiel ist, auf die man die Maschen parkt, dann halten die sich vielleicht nicht ganz so gut fest. Und es kann ein bisschen eher stören. Das könnte ich eigentlich nochmal zeigen, ne? Und genau, aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Video die Angst vor dem Verzopfen nimmt und ihr fröhlich ganz viele Zopfmuster strickt. Ja, ich hatte das so geplant. Ja, ich glaube, ich lasse den erste Rechtsrippe aus dem Zopfmuster raus, dass der Rand ein bisschen ruhiger ist. Und dann verzopfe ich jetzt mal hier diese vier Maschen. Na, ich nehme mal die dicke, schwere Nadel einfach mal, um zu gucken. Die ist jetzt, glaube ich, genauso dick wie meine Stricknadeln. Genau, und da würde ich jetzt versuchen, dass ich die Maschen möglichst in die Mitte schiebe, damit nichts passiert. Und da ist es jetzt ein bisschen, ne, umständlicher, dass die Nadel so ein bisschen im Weg ist. Aber das kriegt man auch hin, dass man da ja die so ein bisschen festhält. Und dann kann ich die Maschen da hinschieben und dann zum Abstricken ist es eigentlich wieder kein Problem, dass sie ein bisschen länger ist. Da hat man dann ganz gut was zum Halten und dann hat das auch super geklappt. Ah, jetzt habe ich das zweimal nach hinten. Das macht aber auch nichts. Also das ist eben auch das Schöne. Man kann in dem Sinne nichts falsch machen. Und ob ihr jetzt mit der einen linken Masche anfangt oder ob ihr lieber die zwei rechts, zwei links verzopfen wollt, das ist alles komplett euch überlassen und ihr könnt da ganz eure Kreativität reinlauf lassen. So, dann hoffe ich, dass das alles verständlich war, dass euch das Video Spaß gemacht hat, euch Mut macht zum Zopfestricken und dass wir ganz, ganz viele Rio Kalina Loops stricken. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.